jetzt wieder an der Seite. Für mich, wie gesagt, ist es die bessere Variante. Wir werden jetzt mal ausprobieren, wie die Klinge sich bewährt. Ich fasse jetzt mal hinten an, will mal hier ein bisschen hacken. Ich habe vorhin schon diese Fichte damit verarbeitet. Das mache ich jetzt mal aus dieser Position heraus und kann sehr gut damit tatsächlich auch arbeiten. Es geht sehr fix, das könnt ihr hoffentlich sehen. Also ein sehr schönes, sehr sicheres Griffgefühl. Die Klinge arbeitet sich sehr solide durch das Material. Zack, das hat mich persönlich überzeugt. Also diese Arbeitsleistung des Messers beim Hacken, das ist schon mal ziemlich optimal. Wie gut sich diese Wellenschliff-Variante bei dem Messer bewährt, da gibt es ja unterschiedliche Ausführungen, das hatte ich ja schon erwähnt. Diese Variante erinnert mich sehr stark an Gerber. Gerber hat einen gleichen oder ähnlichen Schliff. Ich habe jetzt hier mal einen Tampen genommen, den setze ich mal an, ziehe das mal durch und tatsächlich, es frisst sich, es arbeitet sich sehr schön durch dieses sehr feste Material. Ich schneide mal hier direkt. Also das dauert nicht lange und der Tampen ist tatsächlich durch. Also als Kappungsmesser funktioniert das sehr gut. Das ist ein sehr zuverlässiges Messer, würde ich schon sagen, für diesen Einsatz auch sehr gut geeignet. Der Test interessiert mich, wie die Klinge in dem vorderen Bereich tatsächlich für Arbeiten geeignet ist, die so ein bisschen feiner gehalten sind. Ich fasse das Messer jetzt hier mal mit drei Fingern. Vorne habe ich den anderen Zeigefinger hier noch auf der Klinge. Daumen liegt auf dem Klingenrücken und arbeite jetzt mal hier eine Spitze raus. Da will ich jetzt also sehen, wie sicher das Ganze funktioniert. Jetzt arbeite ich mal ein bisschen anders, gehe mal mit Daumendruck direkt auf die Klinge und streiche die Klinge richtig am Material aus, bis in die Klingenspitze hinein. Kann ich damit arbeiten? Ich habe also eine Arbeitsleistung bis in die Spitze. Ich zeige das hier nochmal. Ich kann wirklich in einem Halbkreis arbeiten. Das könnt ihr mal so sehen hier. Das ist wirklich diese Bewegung, in der ich arbeiten kann. Und über die volle Klingenlänge bis in die Spitze rein kann ich damit feine Arbeiten machen. Wie fein, versuche ich jetzt mal hier zu zeigen. Also auch, achtet mal bitte auf die Spitze selber. Bis in die Spitze hinein kann ich damit fein arbeiten. Okay, in aller Regel habe ich immer mindestens zwei Messer dabei. Eines für feinere Arbeiten, aber selbst wenn man nur dieses dabei hätte, wäre das machbar, damit zu arbeiten. Also auch das hat mich jetzt durchaus bei diesem Elite Force beeindruckt. Das ist ein gutes Arbeitsergebnis. Vorgestellt hatte ich hinten schon diesen Schlagdorn, der ja eigentlich dazu auch gedacht ist, um Scheiben zu zertrümmern. Die Annahme ist allerdings da, dass es auch geeignet sein könnte, um damit zum Beispiel Nägel auch in ein Holzmaterial zu schlagen. Ob das funktioniert, das probieren wir jetzt mal aus. Da ist ein Nagel, der hat einen angemessenen Kopf und ich versuche jetzt mal gezielt Also, der Nagel ist im Material, das ist schon ziemlich fest. Ich will den jetzt nicht bis zum Ende hier reinrammen. Es funktioniert tatsächlich, man muss sehr konzentriert damit schlagen. Es ist ein bisschen Übungssache, denn tatsächlich nur in dem Dornbereich ist genügend Kraft im Messer vorhanden, um das Material auch bearbeiten zu können. Da muss man aufpassen, dass man nicht seine eigene Hand antrifft, beziehungsweise im Messergriff selber hier landet.
Aber das ist durchaus machbar. Das ist durchaus praktikabel. Es ist nicht komfortabel, aber es ist praktikabel. Ich sage, es läuft. Zusammenfassung. Dieses Light Force Tactical Knife ist für mich durchaus brauchbar. Es hat sich bewährt bei den Arbeiten, die ich damit machen würde und auch gemacht habe, machen möchte. Worauf ich jetzt verzichte, ist, ich werde nicht ausprobieren, wie gut der Feuerstarter ist. Das mache ich jetzt nicht, zum einen, weil es regnet, zum anderen aber auch, weil ich glaube, dass das auch wahrscheinlich eine Sache mit einem X am Ende wird. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das sinnvoll ist, in der Notsituation damit ein Feuer zu entfachen. Man mag mich eines Besseren belehren, ihr probiert das vielleicht selber aus und könnt das ja mal posten, ob es bei euch besser funktioniert. Aber ich werde von meiner Variante her bei dem Light My Fire bleiben. Das ist einfach ein direkterer Bezug, das ist ein direktes Umgehen mit dem Material, an dem Brennmaterial. Also es ist ein direkter Zugang, das ist Funkenflug und vor allen Dingen kann ich das Ganze auch sehen. Hier müsste ich immer so arbeiten, dass die Klingenbreite den Blick auf das Material abdeckt und das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Also ich würde da nicht mitarbeiten wollen. Dennoch ist das für diesen Preis ein Messer, das man verwenden kann im Outdoor-Bereich. Die Tragevorrichtung hier an der Seite ist hilfreich. Es ist praktikabel zu tragen, es ist komfortabel zu tragen. Für mich in jedem Fall ein Messer mit einer Kaufempfehlung. Da geht der Daumen hoch. So, ich hoffe, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet aus unserem heutigen Outdoor-Event bei Regen. Das, was ich euch jetzt noch mal kurz zeige, ist das Bear Grylls Neck Knife. Das hatte ich euch ja auch schon vorgestellt. Das habe ich jetzt hier am Gurt von meinem Rucksack. Und da ist es auch super griffbereit und ist mir auch schon sehr hilfreich gewesen als kleines, schnell verfügbares Messer. Davon bin ich sehr begeistert. Das wird auch ein Ich-hab's-immer-dabei-Messer sein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr jetzt draußen selber unterwegs seid und uns allen ein bisschen besseres Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.